So, jetzt mal ein wirklicher Kurztipp, wirklich super, super kurz. Was ist das, was heutzutage im Marketing für Werkstätten am besten funktioniert? Ja, also das hier ist genau für dich, wenn du dir diese Frage stellst, wie kriege ich doppelt so viele Kunden als jetzt oder zehnmal so viele Kunden sogar? Oder wenn du schon viele Kunden hast, ist das für dich, weil du weißt, wie du dafür sorgst, dass du einfach zur bekanntesten Werkstatt wirst und die Leute dich auch wirklich mögen, ja, und fast tagtäglich an dich denken. Und das ist jetzt wirklich mein ganz kurzer Tipp. Interaktion ist das Schlüsselwort hier, ja. Marketing, wie es bisher gelaufen ist, sprich irgendeine Anzeige raus, irgendeine sterile Website oder so, ja, das ist es einfach nicht mehr. Wie du dich herausstechen lassen kannst, das ist halt einfach über Interaktion. Wie geht das? Interaktion Nummer 1, Videos. Du guckst dir gerade ein Video von mir an, das heißt, in gewisser Weise interagierst du mit mir, ja, und du hast mich auf dem Schirm. Und genau das Gleiche kannst du auch bei deinen Kunden machen. Ja. Gib den Tipps, gib den Mehrwert, ja, gib den Kunden was mit. Zeig denen einfach mal so eine völlig verkokte Bremse, ja, im Vergleich zu einer neuen. Warum man nicht warten sollte, ja, warum man auf bestimmte Geräusche im Motorraum achten sollte, ja, damit die Steuerkette nicht kaputt geht eben oder du die eben rechtzeitig wechselst. Gib denen einfach mal so ein paar Sachen mit, ein Gefühl dafür, wie du ganz, ganz viel Geld sparen kannst, indem du beispielsweise regelmäßig in die Werkstatt kommst und so weiter und so fort. Ja, das ist Interaktion, das kannst du ganz einfach machen. Ich sehe das immer wieder. Ist vielleicht eine kleine Herausforderung, da mal einmal über seinen Schatten zu springen, aber in der Regel macht es dann Spaß und das sehe ich auch immer wieder an den Kfz-Rockstars hier. Am Anfang ist es so, oh, ich habe 30 Takes gebraucht, bis ich hier mal ein ordentliches Video hatte und ja, ab dann ist es letztendlich immer einer, immer ganz kurz. So wie ich hier ungefähr, ja, ich stelle mich hier hin, das ist nicht geskriptet, das ist nichts. Ich stelle mich einfach hin und erzähle dir was, ja, ich habe mir das im Voraus kaum überlegt. Es ergibt sich dann einfach und genau das kannst du dann auch machen, ja. Du brauchst nur ein bisschen Übung, da musst du mal reingehen, ist vielleicht so das einzige Ding. Aber wenn du das drauf hast, ja, wenn du Videos machen kannst, dann ist es schon die halbe Miete, ja, dann kannst du das deiner gesamten Region ausliefern, indem du zum Beispiel eine Autofahrergruppe aufbaust, ja, indem du auch anfängst, Videos auf deiner Website zu benutzen, ja, indem du nicht sagst, ja, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, sondern indem du sagst, ich erzähle dir einfach mal kurz, worauf du achten solltest. Kannst gerne mal bei mir auch gucken, übrigens, auch auf turboladermeister.de, ja, das ist sehr videogestützt, wo ich den Leuten einfach nur helfe, wie sie einen guten Turbolader finden, worauf sie achten müssen, worauf du beim Einbau achten musst und. Und alleine über den Mehrwert, ja, erreichst du es, dass die Leute Vertrauen gewinnen und dann kommen sie zu dir. Vertrauen ist nämlich ein großes Problem da draußen, das über Marketing zu erreichen für Werkstätten, weil ja, man vertraut dir ja per se erstmal nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht vertraust du mir ja per se auch erstmal nicht, aber du kannst dir hier das Feedback abholen. Ja, du weißt, an wen du dich wenden musst, um zu gucken, ob das hier auch alles stimmt. Ja, du kannst es selbst ausprobieren, kannst auch diesen Link klicken oder dich mit Leuten unterhalten, die bei mir hier unter den VIPs sind oder den Kfz-Rockstars. Jedenfalls, du baust erhebliches Vertrauen auf da draußen und dann kommen die Leute auch zu dir und dann sagen sie, ey, du bist ja ein cooler Typ, danke, dass du mir geholfen hast. Du kennst ihn zwar noch nicht, aber der kommt zu dir. Ja? Also das ist Interaktion und noch besser interagieren kannst du natürlich, wenn du wirklich aktiv bist, zum Beispiel bei Facebook. Ja, du kennst die Kommentarfunktion etc. Das ist das, was uns hier auch ganz groß macht, dass man einfach sagt, okay, ich sammle mir die Leute ein in der Region und die können sich mit allen Autofragen an mich wenden und dann gibst du Feedback, sagst, hey, das ist jetzt schnell gelöst, ja, melde dich mal kurz oder das ist was Aufwendigeres, ja, ich biete dir mal einen Termin an für einen Check, um vorbeizukommen. Das ist halt das, ja, und das werden die Leute belohnen, indem sie deine Kunden werden und zwar in großer Anzahl und du kannst deine Preise erhöhen und auch das werden die Leute belohnen, weil sie dafür einfach guten Service kriegen und das werden sie dir danken, ja. Und das mal als kleinen Input für dich, diese Interaktion. Glaub mir, es ist nicht schwer, wenn man einen roten Faden hat. Im Gegenteil, es ist super einfach, eine rote Anleitung, wie du das schaffst, dass du zum bekanntesten Anbieter wirst, dass du mit den Leuten interagierst, dass du wirklich nah bist bei denen. Ja? Eine Website kann da nicht mithalten. Das funktioniert nicht. Eine Anzeige kann da nicht mithalten. Das ist es halt so. Ja? Und wenn du so einen roten Faden kennenlernen willst und wie das läuft, kannst du auf diesen Link klicken. Du kriegst einen der nächsten freien Gratistermine mit mir. Ja, noch biete ich das an. Ja, mal sehen, wie lange ich das noch mache. Aber ich will einfach, dass du Bescheid weißt, das ist hier meine Mission. Ich will in diesem Jahr mindestens 100 Werkstätten geholfen haben, dass sie wirklich zum bekanntesten Anbieter werden. Du bist wahrscheinlich einer davon. Also vielleicht sehen wir uns. Toll, dass du dran geblieben bist. Vielleicht
habe ich dich ja im Postfach demnächst und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Robert. Ciao.